Cheats gehörten irgendwie schon immer zum Gaming dazu. Früher habe ich sie gerne in Spielen wie GTA San Andreas benutzt. Dort sorgen sie einfach für mehr Spielspaß und haben auch nur mein eigenes Spielgefühl beeinflusst. Doch da wir uns in einem Zeitalter befinden, in dem Gaming immer mehr online stattfindet, haben Cheats sich mittlerweile dazu entwickelt, sich einen ungerechten Vorteil zu verschaffen. Doch nicht nur 12-jährige kleine Kevins sitzen zu Hause und benutzen irgendwelche Cheats in Online-Spielen, weil sie einfach null Skills besitzen, sondern auch bekannte Streamer und E-Sportler wurden in den letzten Jahren immer häufiger dabei erwischt, wie sie Aimbots und Co. verwendeten. Heute zeige ich euch 7 Streamer und E-Sportler, die beim Cheaten erwischt wurden. Also, bleibt dran! Als erstes zeige ich euch den YouTuber Face Jarvis. Er wollte in einem YouTube-Video zeigen, wie ein Aimbot funktioniert und erstellte dafür sogar einen neuen Epic-Account, um den Aimbot in einem öffentlichen Spiel auszuprobieren. Doch Epic sah das Ganze und bannte den E-Sportler. Dabei bannten sie nicht nur seinen neuen Account, sondern auch seinen Haupt-Account und schlossen ihn von allen sämtlichen Turnieren aus. Okay, guys, this is actually taking me so long to record this, but this is how I have to play Fortnite right now. I can't play on full screen because I've got the hack open and stuff. It's making my Streamlabs like lag, so I can't do that. You won't be able to see on the recording that I've got the mod, but just so you guys know I do, this is what happens. Look, aimbot, FOV, aimbot, FOV. Like, I don't know what half this stuff means, but it's actually about to be lit. We're about to pop off. That's a legit aim. Yep, that's broken. That's broken, mate. I don't miss a shot. I don't miss a shot, bro. Yo, we're cracked. Jarvis lud ein Entschuldigungsvideo auf YouTube hoch, doch Epic blieb knallhart und hielt ihn an ihrem Bann fest. Er konnte jahrelang an keinen Fortnite-Turnieren mehr teilnehmen. Doch vor kurzer Zeit wurde er von Epic tatsächlich wieder entbannt. Der nächste auf der Liste ist der Streamer Maki Lukuras. Dem passierte was ziemlich Kurioses während eines Fortnite-Turniers. Denn obwohl seine Lebenszeige auf Null stand, konnte er von seinem Gegner nicht gefinisht werden. Er ließ sich von seinem Teammate wiederbeleben und tat so, als wüsste er nicht, was gerade passiert ist. Nur einmal zur Info, Bugs müssen in einem Fortnite-Turnier immer gemeldet werden und an die Admins weitergegeben werden. Doch obwohl er nicht Bescheid gesagt hat, ist es einigen Admins aufgefallen und er wurde disqualifiziert. Loco, escúchame. Estoy bugueado, loco, estoy bugueado. Me, que estoy bugueado. What the fuck? Que no me quita vida. Mátalo, 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 que me geleas, eh. Pero cómo se bugueas, tío, no. Mátalo, mátalo, que me geleas, que no me mata, que no me mata. Pues sí, por otro lado. No lo sé, no lo sé, pero mata uno y después otro. Pero ¿por qué triste lo de día y sigues ahí? ¡Tú, Marky! Es un match por eso, ¿eh? Y él tiene... él va a 150, ¿eh? Se ha pirado él, Escúchame, ¿te revivo? ¿Pero qué dices? No me giro, primo. Tú, what the fuck? Der Streamer Zeckebus gehört auf Twitch zu den bekanntesten Fortnite-Spielern. Doch bei der DreamHack Gaming Convention 2018 tat er was unglaublich Dummes. Er streamte das Turnier live und wurde beim Teaming erwischt. Das heißt, er sprach sich in der Runde mit seinem Gegner ab, obwohl das in Fortnite streng verboten ist. So kam es, dass er noch live während des Turniers von Fortnite gebannt wurde. Thank you.
What? What? It might have been a joke. It might have been a joke. Maybe you've won, so they just banned you for a joke. What? Solista TV war ein Streamer, der in Valorant zu den besten 64-Spielern auf der ganzen Welt gehörte. Durch sein Talent konnte er sich auf Twitch eine große Fanbase aufbauen. Doch während eines Streams wurde er überraschend wegen Cheating gebannt. Er wurde aus den Ranks entfernt und auch sein Twitch-Kanal wurde gebannt. The fuck? What? Die beiden Fortnite-Profis Axelf und Ronaldo wurden 2019 bei einem Qualifikationsspiel beim Cheaten erwischt. Sie sprachen sich mit anderen Spielern ab, die dann bei ihnen in der Nähe landeten und sich von ihnen schnell killen ließen. Das nennt man Fedding und ist natürlich verboten. Sie wurden nur für 2 Wochen gesperrt und durften bei der Weltmeisterschaft schon wieder mitspielen, was viele Menschen sehr wütend gemacht hat. Als sie letztendlich ausgeschieden sind, fing das Publikum an zu jubeln. Auf dem vorletzten Platz haben wir Franco6, der streamte gerade live auf Twitch eine Runde Rainbow Six Siege. Während er im Spielen war, merkte er nicht, dass sein Wallhack vor allem im Stream sichtbar war. Die Leute machten sich in den Kommentaren schon über ihn lustig. Komischerweise wurde er von Twitch nie gesperrt, allerdings ist er auch schon seit mehr als 3 Jahren offline. You're cheating. Está rocheando, está rocheando, está rocheando. Rushing, 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 guys. Yeah, what? There you go, that's him, that's him, that's him. What? Pick me up, Auf Platz 1 befindet sich Forsaken, denn sein Cheat-Versuch beim 100.000 Dollar CSGO-Turnier war ziemlich dreist. Während er gerade am Spielen war, wurde er wegen verdächtiger Aktivitäten gemeldet und ein Admin schaute sich sein PC an. Dabei fand er verdächtige Programme auf dem PC des Gamers. Forsaken versuchte noch vor den Augen des Admins die Programme schnell zu löschen, doch schaffte es nicht mehr rechtzeitig. Sie fanden Aimbot-Programme auf seinem PC und sein E-Sport-Team Optic India wurde disqualifiziert. Kurze Zeit später musste er das E-Sports-Team dann auch verlassen. Karma, oder? Retake the site. Luckily, there is a hole in the smoke, so Forsaken's gonna get some nice position. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich von diesen Leuten halten soll. Warum muss man in Online-Spielen cheaten? Das nimmt doch jeden die Spielfreude. Wenn man Cheats spielen möchte, dann doch einfach in den Offline-Modus, wo es keinen interessiert, wenn man das unbedingt mal ausprobieren will. Aber anderen den Spielspaß zu versauen, ist echt dreist. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Cheatern haltet. Ich bin der Meinung, Cheater haben den kleinen P.